Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin die Clara, Sportwissenschaftlerin und Yogalehrerin und heute haben wir wieder ein cooles Yoga-Video zum Mitmachen, was vor allem sehr angenehm und schonend für die Handgelenke ist. So, heute machen wir eine handgelenksfreundliche Yoga-Einheit. Das bedeutet, stell dich heute auf die Matte. Wir starten nicht im Sitzen, sondern im Stehen. So, stell dich einfach mal hin. Deine Hände bringst du sehr gerne ins Anschalimudra vor dein Herz. Schließe, um dich zu erden, gerne einfach mal deine Augen. Atme tief durch die Nase ein. Und atme lang und bewusst durch den Mund wieder aus. Atme tief durch die Nase ein. Und atme lang und bewusst durch den Mund wieder aus. Spür mal deine Zehen im Boden. Deine Fußsohlen sind geerdet. Deine Füßchen, deine Zehen, deine Beine sind stark und tragen dich. Spür mal deine Zehen, den Boden unter dir, erde dich, finde deine Kraft und dein Vertrauen. Atme noch einmal tief durch die Nase ein und bewusst und lang noch den Mund wieder aus. Lass deinen Atem zu einem natürlichen Rhythmus kommen. Und blinzel deine Augen sanft wieder auf. Beuge deine Knie ganz sanft. Wir möchten es nicht ganz durchstrecken, sondern die Beine. Deine Füße sind etwas auseinander, etwa hüftbreit. Deine Knie leicht gebogen, sodass du das Gefühl hast, du stehst stabil. Deine Hände sind vor deinem Herzen. Und jetzt bring mal deine Arme nach oben, atme ein. Bring sie wieder nach vorne. Atme aus, öffne sie zur Seite, atme ein und bring sie nach unten, atme aus. Noch einmal nach oben, atme ein, bring sie vor dein Herz, atme aus. Öffne zur Seite, atme ein und bring sie nach unten, atme aus. Einmal nach oben, atme ein, bring sie zu deinem Herzen, halte hier kurz inne. Atme aus. Dreh dich jetzt etwas zur linken Seite, deine Knie leicht gebeugt, nicht durchgestreckt, leicht gebeugt. Atme ein, bring die Arme nach oben, bleibe in einer sanften Drehung und bleibe hier nach links gedreht. Bring deine Arme wieder nach oben, komm wieder in die Mitte, bring die Hände nach unten, atme aus. Dreh dich etwas nach rechts, denk daran, Knie gebogen, gebeugt, bring die Arme nach oben, atme ein und bring sie zu deinem Herz, atme aus und bring sie wieder nach oben, atme ein, komm in die Mitte, bring sie zu deinem Herz, atme aus. So, jetzt machen wir etwas für unser Gleichgewicht, bring dein rechtes Bein etwas nach oben, dein Gewicht ist nach links verlagert. Du kannst es gerne entweder so mit den Zehen abstellen oder wer mehr möchte, kann das Bein gern in die Luft heben. Such dir einen Punkt 2-3 Meter vor dir. Die Knie ist gebeugt, dein Fuß arbeitet, um das Gleichgewicht zu halten. Finde hier kurz dein Gleichgewicht. Und stell deinen Fuß wieder ab. Wir nehmen die andere Seite noch dazu. Verlagere dein Gewicht leicht nach rechts. Dein linkes Bein entweder sanft, nur kurz über den Boden heben oder etwas Unterstützung durch den Boden. Oder wer mehr möchte, gern mehr in die Luft heben. Such dir einen Punkt, versuch dich drauf zu fokussieren. Und setz dein Bein wieder ab. Sehr gut. Ich drehe mich nur kurz etwas zur Seite. Wir bringen die Hände wieder nach oben, atme ein
Und jetzt machst du eine tiefe Vorbeuge nach vorne, indem du einfach langsam sanft deinen Oberkörper nach unten bringst. Achtung, wir drücken nicht nach unten. Lass mal deinen Oberkörper sanft nach unten hängen. Dein Gesäß zieht nach oben und die Schwerkraft arbeitet nach unten. Du kannst sehr gerne deine Ellbogen in die Arme nehmen. Lass deinen Kopf hängen. Und entspanne mal deinen Kiefer. Lass mal die Zunge einfach nur hängen. In dieser Position sieht man es eh nicht. Entspanne deinen Kiefer, dein Gesicht und deinen Kopf. Atme auch hier mal tief ein und aus. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung rollst du sanft wieder nach oben. Nimm deine Hände gern über die Seite mit. Atme ein und komm nochmal tief nach unten, schön langsam. Deine Knie dürfen gerne etwas gebeugt sein. Dein Gesäß zieht nach oben, die Schwerkraft zieht nach unten. Wir drücken nicht nach unten. Lass nochmal einfach alles hängen, die Zunge, das Kiefer, dein Nacken. Einfach die Ruhe genießen. Und roll dich langsam wieder nach oben. Deine Arme helfen dir. Komm nach oben und bring deine Hände wieder vor dein Herz. Genau. Du kannst jetzt sehr gerne deine Beine etwas auseinanderbringen. In etwas weiter wie schulterbreit. Deine Zehen schauen auch etwa 45 Grad nach außen. Und wir kommen mal etwas tiefer in eine Art Kniebeuge. Sehr gut. Und nochmal nach oben. Machen was für die Oberschenkel, genau. Nochmal tief. Öffne gerne deine Arme auch zur Seite. Einatmen, kurz halten, kurz die Kraft in den Beinen merken. Und wieder alles zusammenführen. Beine strecken. Wir bringen einmal die Füße zusammen. In etwa hüftbreit und machen jetzt nochmal, wir bringen unser Gesäß nach hinten, die Arme gehen nach oben, wir sind in einer kleinen Kniebeuge, stell dir vor, du würdest dich noch etwas auf einen Stuhl setzen, wer möchte, kann natürlich tief gehen, wer nicht möchte, kann gerne einfach etwas höher bleiben. Dein Rücken ist in einer Hohlkreuz und komm wieder nach oben. Und einmal noch, weil es so schön ist, damit die Oberschenkel brennen. Komm noch einmal nach unten, bring die Arme nach oben. Und bring deine Hände wieder zu deinem Herzen und stell dich nach oben hin. Mach noch einmal deine Beine in etwa mattenbreit. Deine Zehen schauen nach links und nach rechts, in etwa 45 Grad. Und jetzt senkst du langsam und vorsichtig. Kontrolliere dein Gesäß nach unten. Genau, komm tief. Du kannst sehr gerne deine Hände zur Unterstützung nehmen, weil wir setzen uns jetzt einfach auf der Matte ab. Deine Knie sind gebeugt, sind vor dir und du umarmst jetzt einfach mal deine Beine, schenkst dir selber, deinem Körper etwas Selbstliebe. Genieß die Ruhe, schließ deine Augen. Wippe gern sanft nach links und nach rechts. Genieße einfach die Ruhe. Wir sind so oft so hart und streng mit uns selbst. Aber dein Körper ist für dich da. Komm langsam wieder hoch. Greif nach links in die Kniekehle und nach rechts. Du kannst gern etwas nach vor zur Matte wandern. Und jetzt langsam und kontrolliert Wirbel für Wirbel nach unten senken lassen. Schön langsam, vorsichtig. Genau. Bring deine Fersen zu deinem Gesäß. Bring deine Arme etwas auseinander neben dir hin. Streck sie gern nach links und nach rechts. Heb dein Gesäß etwas in die Luft. Bring es zur rechten Mattenseite und senke deine Knie
sanft und kontrolliert nach links ab. So dass du eine sanfte Drehung in deiner Wirbelsäule spürst. Schließe gern schon deine Augen. Wir sind bald in der Schlussentspannung angelangt. Schließe deine Augen. Bring deine Knie wieder nach oben. Zur Mitte. Heb dein Gesäß wieder etwas in die Luft. Hebe es zur linken Seite. Und senke deine Knie langsam nach rechts ab. Und wir genießen einen sanften Twist in unserer Wirbelsäule zur anderen Seite. Schließe deine Augen. Nimm deinen Körper wahr. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Genieße die Ruhe. Und bring deine Knie langsam wieder zur Mitte. Bring deine Knie gern mal nochmal zu deiner Brust. Umarme dich selbst. Du kannst gern nach links und nach rechts wippen, wie es für dich angenehm ist. Und strecke jetzt ein Bein nach dem anderen langsam. Zur Matte aus, schön langsam kontrolliert. Leg deine Hände, deine Arme neben dich ab, deine Handflächen. Schau nach oben. Kannst dich auch gern zudecken, was du in der Decke zur Hand hast. Und genieße die Schlussentspannung, dein persönliches Shavasana. Nimm nochmal deinen Körper wahr. Wie fühlt er sich jetzt an? Genieße die Ruhe. Genieße die Entspannung. Wenn du möchtest, kannst du sehr gerne liegen bleiben. Oder du drehst dich mit geschlossenen Augen. Etwas nach links oder nach rechts. Bleibst noch einmal seitlich kurz liegen. Genieß die Entspannung. Zieh die Mundwinkel nach oben. Und wenn du bereit bist, setz dich gern nach oben. Deine Augen können weiterhin geschlossen bleiben. Bring deine Hände vor dein Herz ins Anjali Mudra. Zieh die Mundwinkel nach oben. Schenke dir selbst ein Lächeln. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, etwas Gutes für dich, für dein Wohlbefinden, für deinen Körper zu tun. Atme noch einmal tief durch die Nase ein. Und bewusst durch den Mund wieder aus. Blinzel deine Augen auf. Ich sage Danke und Namaste.